Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr euch denn dazu entscheiden solltet, ihr Süßen. So. Und ja, wir werden jetzt hier jede Menge Quests annehmen. Amtsart ist immer bereit, Interessierten etwas über die Tradition der Ondo zu erzählen. Flossenhauser, würdest du einem alten Art etwas Gesellschaft leisten? Wir alten Ondo, wir bewachen das Erbe unseres Volkes. Wortwörtlich, unsere Erbe sind unsere Kinder, die jungen Ondo. Und am besten bewachen wir sie, indem wir ihnen Schutz gewähren. Ich möchte dich in einer Tradition einweihen, die von großem Nutzen bei der Herstellung unserer Rüstung ist. Ich möchte, dass du einen Panzer-Amphisbeiner bezwingst und mir ihre Amphisbeiner-Schuppen bringst. Daraus erschaffen wir dann Rüstung für unsere jungen Ondo-Jäger. Und um die Bestien anzulocken, benötigst du jedoch einen Krebsköder. Sobald sie auftaucht, um sich dem Köder gütlich zu tun, musst du sie mit Ondo-Ritualsand bewerfen und sie anschließend erlegen. So will es die Tradition der Ondo. Oh, stimmt, ich muss hier wieder so schrecklich sprechen. Oh, ich musste gar nichts, aber... Die werden halt so geschrieben, also spreche ich die auch so, wie sie geschrieben werden. Pex Ohren wirkt alarmiert. Psch, Fee, du da. Hast du vielleicht einen verdächtigen Ondo gesehen? Ich habe vorhin einen verdächtigen Jäger gesehen. Einen, der nicht von hier sein kann. Möglicherweise hat sich eine der Flundern hier eingeschlichen. Psch, ich kann meinen Posten nicht verlassen. Ich frage nicht gern Flossenlose um Hilfe, aber ich habe keine andere Wahl. Muss hier bleiben und Ausschau halten. Vielleicht hat er sich im Süden rausgeschlichen. Bitte frage die Ondo-Wache am Südeingang, ob ihr ein verdächtiger Ondo aufgefallen ist. Ich muss mal ganz kurz noch was umstellen hier, ganz kurz. Ich habe wieder das Raytracing an. Ja, die gute alte Story bei Potato Pad. Ich weiß. Potato und sein Raytracing-Kack, ich weiß. Ich muss es noch ein bisschen heller machen. Das Skylight ein bisschen. Aber guck mal, das ist schon ein krasser Unterschied mittlerweile. Also, ich hatte das mit diesen komischen schwarzen Flecken gefixt. Ja, das war wohl das Materialtyp. Das Schade ist daran, dass ich dieses leichte Specular mochte. Dass es so alle Gegenstände so ein bisschen leicht leuchteten. Wie so ein bisschen Metallic. Ganz klein bisschen Metallic-Effekt drauf. Aber das kann man doch wohl nicht machen mit Final Fantasy 14. Dolchs Art sucht jemanden, der junge Koal beibringt, sich wortlos zu verständigen. Psch, Flossenhauser, ich bitte dich um einen Moment deiner Zeit. Ich benötige deine Hilfe. Wir müssen lernen, wie ihr Landbewohner kommuniziert, ohne Worte zu verwenden. Viele Gesten, die du und deinesgleichen verwenden, sind für uns, die wir bislang immer im Wasser lebten, unbekannt. Und umgekehrt sind einige unserer Gesten unbrauchbar geworden, seitdem das Wasser verschwunden ist. Aber manchmal ist es unabdingbar, etwas ohne Worte zu vermitteln. Besonders die jungen Ondo, die Koal, sind oft unbeholfen. Wenn du ihnen ein paar der Gesten der Flossenlosen beibringen würdest, wäre das für sie eine große Hilfe, sich zu verständigen. Oh, ganz viele Modes. Ich sehe das schon kommen. Sauschs Koal wirkt frustriert. Flossenhauser, hör mich an. Ich bin am Ende, wie ein gestandeter Fisch. Und bald wird mich die Sonne verbrannt haben, wenn ich keine Hilfe bekomme. Psch, ich brauche Zähne. Zähne in vielen Farben und Formen. Ohne die Zähne werde ich verenden. Die Kiemen trocknen, die Flossen schlaff und kraftlos. Ich bitte dich, geh dort hinaus und fange einige Seeungeheuer für mich. Du musst sie schwächen und dann fangen. Ich brauche die Zähne von einem Miniri, einem Morgwa und einem Tiefseeigel. Je einen Zahn von diesen Wesen. Sie haben die schönsten Zähne im Ozean. So. Boah, es gibt so viele Quests hier wieder. Aber gut, es ist das letzte Mal, dass wir so viele Quests haben. Also sollte ich mich nicht beschweren. Denn danach gibt es keine mehr. Also nicht mehr viele. Ganz, ganz wenige. Vereinzelter. Ah, der Schatten um den Ondo ist ein bisschen krass. Da muss ich nochmal gucken demnächst. Das Feuer der Überzeugung brennt in den Augen des Ondos. Psch, Flossenhauser, willkommen in der Heimatstadt der Ondo. Schenke mir einen Moment deiner Zeit. Wo andere nur eine Flut von Problemen sehen, sehe ich ein Ozean voller Chancen. Ich bin überzeugt, dass die Zeit für uns gekommen ist, von den Flossenlosen zu lernen. Die Winde haben mir einen Traum beschert. Ein Traum von einem Garten voller reifen Früchte, die ihr als Orangen bezeichnet. Neulich habe ich eine dieser Früchte von einem Händler erstanden. Und sie war herrlich süß und sauer zugleich. Psch, seither bin ich besessen vom Gedanken, diese Früchte hier bei uns in unseren Riffen anzubauen. Aber leider verstehen wir auch noch nicht viel von dieser Landwirtschaft. Aber du wirst mir helfen. Du wirst mir den Weg zur Verwirklichung meines Traums weisen, Flossenlosen. Oh, ich wusste, dass du der Richtige bist. Wir brauchen also fruchtbaren Boden, in dem wir die Samen der Bäume sehen und viel Sonnenlicht. Hm, ich verstehe. Das scheint mir vergleichbar mit der Aufzucht von unseren Algen zu sein. Die Seegräser gedeihen ebenfalls am besten, wenn sie auf fruchtbaren Sedimenten stehen und im Sonnenlicht baden. Einzig das Sonnenlicht könnte in unseren Tiefen schwierig werden. Wir benötigen etwas, das als Ersatz dient, aber ich habe bereits eine Idee. Bitte folge mir in den Norden. Okay, das ist schon krass mit dem Schatten. Das ist auch bei mir drumherum. Liegt das an mir? Ja, das liegt an mir. Das ist um mich drum. Das heißt, ich muss hier, glaube ich, den Wert noch mal ein bisschen runterziehen. Ja, das ist das.
So. Ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. Psch, ein verdächtiger Ondo. Hier sind nur die Ondo unseres Schwarms ein- und ausgegangen, aber vielleicht ist er tiefer in das Becken eingedrungen. Am zentralen Platz des Beckens findest du einen alten Ondo, der den ganzen Tag dem Treiben zuschaut, wenn jemand... Der schaut dem Treiben zu, wie Leute tief ins Becken eindringen. Ich merke schon. Übersetzer hatten Spaß. Die hatten verdammt viel Spaß. Wenn ihn jemand gesehen hat, dann er. Psch. Na, schaut ihr auch immer beim wilden Treiben zu, wenn Leute ganz tief ins Becken eindringen? Oh Mann, diese Übersetzer hatten so viel Spaß. Oh, ein Flassenloser. Dolchs Art ist weise. Eine wunderbare Idee, um uns eure Gesten beizubringen. Hm, sprich, wie ruft man jemanden bei euch herbei, ohne etwas zu sagen? Herbei? Ah, interessant. Ihr hebt die Arme über den Kopf und wedelt mit den Händen. Das sieht etwas komisch aus, aber erscheint mir wirklich effektiv. Ich wollte gerade auf die Jagd gehen. Ich werde dieses Signal verwenden, um meinen Kameraden herbeizurufen. Danke für deine Hilfe. Psch, ein Freund von mir ist immer sehr neugierig. Er wäre bestimmt begeistert, wenn du ihm eine deiner lustigen Gesten beibringen würdest. Er hält sich ebenfalls hier in dem Becken auf. Solange niemand weiter vorstößt ins Becken, ist ja alles gut, ne? Vielleicht bin ich auch der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der diese Doppeldeutigkeit einfach sieht. Und glaubt, dass das nicht ganz unfrei, also dass es nicht ganz ungewollt war. Nax Koa sucht jemanden mit gutem Urteilsvermögen. Ah, psch. Ein Flassenloser, bitte nicht beißen. Ah, verzeih. Ich habe noch nie mit einem Flossenlosen gesprochen. Du scheinst gar nicht gefährlich zu sein. Dürfte ich dir eine Frage stellen? Was ist den Flossenlosen kostbar? Ich muss mit euch handeln. Die Königin will es so, aber ich weiß nicht, was Flossenlose von uns kaufen würden. In der Umgebung der Becken liegen viele Sachen. Dinge, die die Flossenlosen verloren haben. Dinge, die mit euren Schiffen versunken sind. Sie bedeuten uns wenig, aber vielleicht sind sie den Flossenlosen etwas wert. Aber ich weiß nicht was. Würdest du mir ein paar Schätze der Tiefe bringen? Sagen wir 4. Soras Koal starrt traurig die Korallenwand empor. Hallo Flossenloser, siehst du die Tür dort oben? Sie ist Teil eines Palastes, der vor vielen, vielen Jahren erbaut wurde und den die Ondo nun als Behausung nutzen. Ich komme an meinen Schlafplatz nicht mehr ran. Das Wasser ist weg und ich kann nicht mehr nach oben schwimmen. Was soll ich nur machen? Ich muss ja irgendwo schlafen. Psch, ein Gretenleiter. Eine Gretenleiter, ich brauche eine Gretenleiter, aber die Wanderwege der großen Seeungeheuer führen hier nicht entlang. Sie sind schwer zu finden und zu erjagen. Wenn du mir hilfst, Flossenloser, werde ich dich belohnen. Versprochen. Psch. Große Amphisbaenas sind beeindruckende Geschöpfe, haben sehr lange Wirbelsäulen. Besiege eine große Amphisbaena und bring mir die Wirbelsäule der Kreatur. Ohne Wasser habe ich keine Chance, sie selbst zu erlegen. Ich brauche deine Hilfe. Kevs Ohren wirkt nervös. Flossenloser, ja du, würdest du einem Ondo Not helfen? Also nicht mir, es geht um einen unserer Fischer, er wird vermisst. Die Wasser sind unruhig, vielleicht hat er sich verletzt. Du siehst aus, als wüsstest du, wie man einen Dreizack schwingt. Unser Fischer sagt, er würde im Norden des Norvrandhangs auf die Jagd gehen. Dort solltest du deine Suche beginnen. Wir zählen auf dich. Oh, mein Spiel ist abgestürzt, glaube ich. Es ist tatsächlich abgestürzt. Unfassbar. Es ist einfach abgestürzt. Na gut, das lag bestimmt an dem Shader-Ding, was ich mal geändert habe. Das ist gut möglich. Passiert. Sehr gut möglich, dass es daran liegt. Ja. Passiert. Wir werden es überleben. Ich wusste, dass es zum Absturz führen wird. Ich wusste es einfach.
So. So. Unser Fischer sagt, er wurde im Norden des Nordbrandhangs auf die Jagd gehen. Dort sollst du deine Suche beginnen. Wir zählen auf dich. Nemchs Ohren hat ein Problem mit der lokalen Fauna. Psch, Flossenloser, du siehst aus, als ob du wüsstest, wie man einen Dreitag führt. Vielleicht kannst du uns Ondo einen Dienst erweisen. Außerhalb des Beckens streifen wieder viele Dargon herumher. Die tarnen sich gut, sehen aus wie Korallengestein. So manche jungen Ondo haben sich schon gefressen. Sie vermehren sich auch schnell. Wir müssen ihre Schwärme wieder ausdünnen. Dafür brauchen wir starke Speere. Begib dich hinaus und erlege drei Dragon. Zeig, dass du ein fähiger Jäger bist. Danach kommst du wieder zu mir. Ich werde dich belohnen. Dolchs Art schickt dich und du sollst uns die Gesten der Flossenlosen beibringen. Das klingt spannend. Sag, wie drückt dir Freude aus? Als das Wasser noch da war, haben wir immer zwei Salti gemacht. Das geht jetzt aber nicht mehr. Wie soll man sich da über einen Scherz freuen? Über einen Scherz freuen ist Lachen, eigentlich. Geht das auch einfacher? Das wirkt sehr kompliziert. Ja, klar. Das ist erstaunlich, dein ganzer Körper hat sich geschüttelt und dein Gesicht hat sich erhellt. Und dieses Husten aus deinem Mund, lass es mich auch gleich probieren. Und wie war ich? Hast du meine Freude gespürt? Das war furchtbar gut. Du warst ja auch ein schrecklich guter Lehrmeister. Wenn Dolchs Art dich geschickt hat, wird er dich bestimmt auch für deine Hilfe entlohnen. Schau doch mal einmal bei ihm vorbei. Psch, ich werde die Geste, die du mir beigebracht hast, gleich mal meinen Freunden zeigen. Vielen Dank für deine Zeitflossen. Er schreit die jetzt an. Oh Mann, ey, dieses Spiel manchmal. Ah, dieses Spiel. Man muss es lieben. Einen verdächtigen Ondo suchst du, Flossenloser? Nein, ich habe niemanden gesehen. Psch, du bist das Aufregendste, das den ganzen Tag hörte. Aber wenn ich mich verstecken wollte, würde ich in die tieferen Ebene des Beckens vordringen gehen. Sprich mit der jungen Ondo-Wache dort drüben, die den Eingang nach unten bewacht. Sie weiß vielleicht mehr. Ein verzweifelt wirkender Ondo wirft nervöse Blicke um sich. Hey du, Flossenloser, ich brauche deinen Rat. Wir Ondo verstehen euch, Flossenloser, einfach nicht. Mein Freund Pauschs Ohren hat mit einer Flossenlosen einen Handel abgeschlossen. Unsere roten Muscheln gegen ihr Getreide. Doch in dem Beutel mit dem Getreide war nichts als wertloser Schotter. Mein Freund war sehr wütend. Er glaubt, dass die Flossenlosen ehrenlose Räuber sind. Ich frage mich, ob der Beutel mit diesen Steinen eine Bedeutung hat. Ist das ein merkwürdiges Ritual oder essen Flossenlose diese Steine wirklich? Nein, dann verstehe ich nicht, warum die kleinen Flossenlosen uns diesen Beutel mit Schotter überreicht haben. Ich muss wissen, ob man uns Ondo betrogen hat. Bitte, Flossenloser, sprich mit der Frau aus Werfting. Sie nennt sich Musha Moa. Die Flossenlosen handeln mit vielen interessanten Dingen. Wir möchten weiter mit den Flossenlosen handeln. Bitte suche diese Musha Moa in Werfting auf. Pulschs Ohren interessiert sich fürs Feuer. Ah, Flossenloser, du kommst gerade zur richtigen Zeit. Stimmt es, dass die Flossenlosen, die an Land wohnen, die Hitze des Feuers nutzen, um Nahrung haltbar zu machen? Ich wusste es. Ich sagte doch, uns fehlt noch Feuer. Seitdem das Wasser verschwunden ist, wird unser Fang schnell ungenießbar. Die Luft ist nicht so salzig wie das Meer. Alles vergammelt in Tagen, ja manchmal sogar Stunden. Das ist ein großes Problem für uns, Ondo. Da verdrehen wir uns die Kiemen auf der Suche nach einer Lösung. Wir haben bereits einen Kochtopf und ein Gestell für eine Kochstelle von einem Händler erworben. Aber unser Fangwart weiß nichts, damit anzufangen. Alles, was er in den Topf schmeißt, bleibt wie es ist. Es schwimmt einfach nur im Sud. Eine Verschwendung. Psch, kannst du nicht unserem Fangwart zeigen, wie es geht? Nimm diesen Muschelbeißerkrebs hier und zeige ihm, wie man ein Gericht mit einem Suppenkessel und einer Feuerstelle herstellt. Für dich mag es das Einfachste der Welt sein, aber wir wissen wirklich nicht, wie man das macht. Außerdem fürchten wir uns vor Feuer. Keiner würde je eins entfachen, ohne zu wissen, wie man damit umgeht. Unser Fangwart ist hier in den Becken und hat die Kochstelle aufgebaut, wie es ihm der Händler erklärt hat. Zeig ihm, wie man kocht. Ist das eine Gourmet-Quest? Nee, ne? Wäre lustig, aber nein. Wird's nicht sein. So. Dadadadam. Dum, dum, dum. Ah, Flossenloser, du bist zurück. Und konntest du unseren jüngeren Ondo ein paar neue Gesten beibringen? Sehr gut. Sie werden dich bestimmt bald wieder bitten, ihnen etwas Neues beizubringen.
Das Feuer ist entfacht und du hast noch gemeinsam mit dem frischen Krebs einige Kräuter zur Würze in den Sud gegeben. Du musst eine Weile warten, bis der Muschelbeißer-Krebs gar ist. Warte am Suppenkessel, bis die Mahlzeit ordentlich kocht. Aus dem Topf steigt der Duft einer kräftigen Krebssuppe. Der Muschelbeißer-Krebs ist offenbar gut durchgegart. Entnimm den Mussuppenkessel, die Krebssuppe und überreiche sie dem Fangwart zum Kosten. So. Da da dan 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 dan. Eine Suppe ist das, sagst du? Heiß wie das Wasser an meinem Magen, Maschlot. Da verbrennt man sicher die Kiemen dran. Aber jetzt verstehe ich, Flossenloser. In kaltem Wasser bleibt die Nahrung fad und wird schnell schlecht. Aber wenn wir ein Feuer unter den Topf entfachen und etwas warten, wird der Inhalt des Topfes heiß und ein köstliches, haltbares Mahl entsteht. Vielen Dank, dass du uns gezeigt hast, wie man mit Feuer Essen zubereitet. Bring doch Pulchs Ohren ebenfalls etwas von deiner Suppe. Er wird begeistert sein. La 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 la. Bam bam. Da dam 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 dam. Ah, da bist du ja wieder. Du hast also unseren Fangwart gezeigt, wie man mit Feuer Essen zubereitet. Hervorragend. Fortan können wir unsere Nahrung haltbar machen und lernen, wie die Flossenlosen zu essen. Und du hast mir auch noch etwas von der Suppe mitgebracht? Die muss ich gleich mal kosten. Psch. Da dam 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 dam. So, dann nehmen wir noch die Quest hier vorne an. Ah, Nahrungskoal muss unbedingt mit dir sprechen. Ich danke dir, dass du dir Zeit für mich nimmst. Es geht um die Laichkönigin, die Flossenlose, die mir einst geholfen hat, als ich mich am Festland nicht mehr bewegen konnte, trug auch Eier in sich. Sie sagte mir, dass gesundes Essen fürs Laichen wichtig sei und teilte ihre Speisen mit mir, damit auch ich mich schnell erhole. Auch für uns Ondo ist das Laichen sehr anstrengend und jetzt muss es die Laichkönigin auch noch ohne die helfende Strömung tun. Da ist es umso wichtiger, dass sie bei Kräften ist. Deswegen soll die Laichkönigin gesund essen, genau wie es mir die Flossenlosen von damals empfohlen hat. Potato, darf ich dich bitten, eine Mineri nördlich von hier zu bezwingen? Aus ihm erhalten wir eine köstliche, reichhaltige Leber. Wir Ondo lieben Mineri-Lebern. Ich bin ein noch sehr junger Koal und kann daher nicht ohne die Strömung kämpfen. Daher muss ich dich um so eine Mineri-Leber bitten. Potato, nicht mehr lesen kann. Nichts mehr lesen hier, Potato. Also liegt auch daran, dass ich einfach die letzten Tage verdammt viel gelesen habe. Assassin's Creed 3 wird auch nicht besser, wenn ich das jetzt morgen spiele. Also ist geplant für morgen. Ich kann auch nicht versprechen, dass es morgen kommt, aber ich denke schon, dass es morgen kommt. Kommt auch darauf an, wie es mir morgen geht. Vielleicht mache ich morgen auch einen chilligen und mache das dann am Dienstagabend. Das kann natürlich sein, weil wenn ich jetzt morgen das streame, dann würde ich das ja durchziehen, 10 Stunden. Und ich weiß nicht, ob ich 10 Stunden Assassin's Creed 3 schaffe. Das klingt ziemlich fies, aber ja. La 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 da dam 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 dam. Ach, die Stadt im Hintergrund. Die Domen Aschiens. Dum, 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 da, dum, dum, dum. Da, dum, 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 dum. Da, dum, dum. Dum, dum, dum. Hier ist weit und breit keine große Amphis bei Ina zu sehen. Schau dich an einem anderen Punkt um. La 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 la. Oh mein Gott. Hier gibt's doch gar keine Kampfmusik. Hier läuft einfach weiter die Musik. Oder habe ich das wieder umgestellt irgendwie? Außersehen. Nee.
badam bam, badadadam bam, bam badam badadam. Bam badam bam, badadadam, dadadadam dam, dam. Tadadam dam. Dadam dam 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 dam. Dadadam dam. Dadam dam dam dam. Da da dum 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 da da dum 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 da da dum 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 dum. Hey? Gerade eben ging's auch noch. Der zählt nicht zum Quest. Achso, es soll verschiedene Tiere fangen. Nicht nur Miniris, okay, ja gut. La 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 la. Ach, diese verdammten Flundern. Was macht dein Flossenloser hier? Hast du dich verlaufen? Kevs Ohren checkt dich. Nun, ich wurde von den Flundern überfallen und sie haben einen Teil meines Fangs geraubt. Ich kann nicht mit leeren Flossen zurückkehren, verstehst du? Diese Flundern sind gewalttätige Ondo. Sie sind zahlreich und bestehlen uns immer wieder. Bevor ich zurückkehren kann, muss ich noch mehr Fische fangen. Sonst bleiben viele Ondo heute Abend hungrig. Hier, nimm die frischen Fänge, die ich bislang gefangen habe, und bring sie Kevs Ohren. Dann können wir wenigstens die Jungen und die Alten etwas essen. Ich muss jetzt zurück auf die Jagd. Badam bam 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 badam bam bam. Ach, die Musik ist schön. La 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 la. Moin Elvis, alles gut bei dir? Du warst schon lange nicht mehr da, bestimmt 2 Monate nicht mehr oder 1 Monat. Na, 2 Monate. Alles gut bei dir? Sagen, das war doch der Krebsköder hier. Ja, war schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt die letzten Wochen habe ich dich nicht gesehen, oder? Als ich die ganze Zeit Nebenquests gemacht habe. Bald gibt es auch mal wieder was anderes zu sehen bei mir. Im Idealfall morgen, aber ich kann es auch nicht versprechen, weil es kann sein, dass mir morgen einfach nicht so gut geht. Weil ich so viel gestreamt habe letzter Zeit. Ich brauche ab und zu auch mal einen Tag Pause. Ja, aber morgen gibt es dann, oder morgen oder übermorgen gibt es dann Assassin's Creed. Vielleicht spiele ich morgen auch Harvest Teller, einfach mal ein paar Stunden Harvest Teller und dann mache ich nicht so langen Stream morgen. Und dann spiele ich ab Dienstag Assassin's Creed. Keine Ahnung, mal gucken. Das hier war einst eine Meeresoase. Hier wuchsen zahlreiche Lichtbogenkorallen, doch wie es scheint, waren die Gezeiten zu stark und sie verendeten. Mir ist klar, dass wir hier keine Orangen ernten werden. Bitte folge mir gen Nordwesten, Flossenloser. Der ist kaputt. Elvis, der ist kaputt. La 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 la. Dam, 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 dam. Dam, dam. Alles kaputt hier. Das ist eine ganz schön komische Reflexion, aber die ist auch so. Die ist im Vanilla auch drin, okay. Die kommt nicht durch die Shader.
Dam, dam, da, dam, dam, dam. Da, dam, 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 dam. Ich glaube, die muss ich auffangen, oder? Yep. Dum, dum, da, 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 da. Alles Kacke, was Geld angeht bei dir. Warum? Wie kommt's? Ich habe auf Twitch die letzten 2 Wochen 6 Dollar verdient. Glaube ich, waren's. Ich bin reich. Potato ist wieder da. Hast du eine Menierleber? Großartig, Potato. Es war dein Jagd, also solltest du auch derjenige sein, der sie zur Leichtkönigin bringt. Aber eine Sache musst du wissen. Unsere Mutter nimmt Geschenke nicht direkt an. Das ist so Brauch. Bring die Menire lieber also stattdessen zu Xerushs Ohren. Da da dam bam. Ja, ich bin reich. Ich hab richtig Twitch-Money hier. La 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 na. Da bist du ja. Richte deinen Blick nach oben. Siehst du die weißen Seeanemonen und darüber den Seestern? Beide verwenden den gleichen Trick, um Nahrung zu fangen. Sie leuchten im Dunkeln und locken so kleine Fische an, um diese dann zu verspeisen. Denkst du, dass diese Geschöpfe als Lichtquelle ausreichen würden? Wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Das ist schade. Also gut, so leicht gebe ich nicht auf. Ein Ort, an dem mein Traum noch gedeihen könnte, habe ich noch. Bitte folge mir zurück in die Becken, Flossenloser. Was ziehe ich durch? Final Fantasy. Ich ziehe sogar eine Nebenquest durch. Das ist ja eigentlich was. Das muss ich ja gar nicht machen. Ich muss ja nur die Hauptgeschichte machen. Oder meinst du Twitch durchziehen? Ja klar. Ich mache das ja als Hobby. Das ist für mich kein Job. Das ist für mich keine Arbeit hier. Das ist Unterhaltung und Spaß für mich hier. Wenn keiner da ist, ist keiner da. Dann ist das so. Und wenn keiner chattet, chattet keiner. Dann nehme ich halt auf. Für YouTube nur. Also, das ist ja auch okay. Und wenn auf YouTube jemand die Videos nicht guckt, dann guckt das halt niemand. Dann ist das so. Aber ich habe mittlerweile eigentlich auf jeden Videos mindestens 10 Aufrufe. Also, ich hab wirklich Leute, die gucken sich die Sachen an, die ich mache. Finde ich super. Übrigens, vielen Dank, wenn du jetzt hier gerade bist und meinen YouTube-Kanal schaust und eine dieser Personen bist, die sich die Sachen von mir gerne angucken. Vielen lieben Dank! Nur durch Leute wie euch ist das hier alles möglich. Also die Motivation ist ja schon da, wenn ich nur eine Person habe, die zuschaut. Also ich habe das ja schon mal breit und lang erklärt. Ich verdoppel den Spaß. Auch wenn ich manchmal sagen muss, ist schon ein bisschen stressig, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich muss spielen, weil ich muss halt jeden Tag irgendwie ein Video bringen, mindestens. Also, aber ich habe jetzt Videos für Final Fantasy 14 bis 2024, glaube ich. Heute sind wir weit geschwommen. Du musst erschöpft sein, Flossenloser. Aber der letzte Punkt unserer kleinen Reise ist ganz nah. Es ist ein Abyss, direkt unter dem Becken. Es geht steil in die Tiefe. Du solltest Vorsicht walten lassen, wohin du trittst. Ein Sturz kann schnell tödlich enden. Was halt krasser ist, als ich das ganze Spiel vorgelesen und synchronisiert habe. Also das ist glaube ich, das ist dann das Krasseste. Final Fantasy 14. Komplett alle Nebenquests, alle Hauptquests etc. gemacht und alles synchronisiert. Mal schlechter, mal besser, aber alles. Alles. Ein verdächtiger Ondo, jetzt wo du es sagst. Vorhin ist hier ein Ondo vorbeigeschlichen, der nervös wirkte, aber es war keiner der Flundern, sonst hätte ich ihn gestoppt. Psch. Er ist in die tieferen Ebenen gegangen. Wie wäre es, wenn du dich dort unten umschaust? Glasfaser könnte bis nächstes Jahr dauern tatsächlich, leider. Aber ich habe noch keine konkreten Informationen dazu, leider. Ich hab alles bestellt, aber wie lange das dauert, keine Ahnung. Uah, Flossenloser, was willst du von mir? Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch hier lebe. Es kann sein, dass ich das dann kündigen muss schon. Weil meine Mutter stirbt, dann ziehe ich halt raus, ne? Psch,
weiß, ich bin auch keine Flunder, aber vielleicht sind die Wachen wegen dieses Speeres misstrauisch geworden. Ich habe ihn von einem Flossenlosen bekommen, zum Dank dafür, dass ich ihn gerettet habe. Ich wollte den Speer ungestört ausprobieren, das ist alles. Er ist hervorragend ausbalanciert, besser als unsere Korallenspeere. Ich habe mich geschämt, weil er mir besser gefällt als unsere Speere. Da bin ich nach unten, um ihn auszuprobieren. Entschuldige den Ärger. Ich werde mich auch bei Pigs Ohren entschuldigen. Es ist gut, dass er so aufmerksam ist. Du solltest auch noch einmal mit ihm sprechen. Er wird sich erkenntlich zeigen für deine Hilfe. Meine Mutter ist seit Ewigkeiten krank. Die hat eine Lunge für sie. Das ist unheilbar. Es gibt keine Heilung dafür. Die Lunge ist kaputt. Und die wird immer kaputter. Und irgendwann geht's halt nicht mehr. Schau dich um, Flossenloser. Siehst du das Strahlen des Lichts? Das gesamte Riff ist übersät mit leuchtenden Algen. Wo, wenn nicht hier, können wir in unserem Meer diese Orangen ziehen? Sprich, was meinst du? Das könnte wirklich ausreichen. Naja, nicht wirklich, aber gut. Sehr gut. Ich bin mir sicher, dass wir noch weitere Lichtquellen ansiedeln können. Dann werde ich meinen süßen Traum erfüllen und meinen Schwarm den Segen der Orangen bringen. Ich danke dir, Flossenloser. Deine Expertise war von unschätzbarem Wert. Bitte folge mir zurück nach oben. Ich möchte dich entlohnen. Ja, was soll man machen? Man kann es halt nur akzeptieren, wie es ist, ne? Ich kann es halt nicht ändern. Ich kann es halt wirklich nicht ändern. Ja, ich muss auch demnächst mal gucken, dass ich vielleicht wieder die Werbung vor den Stream anmache, aber weil ich das Gefühl habe, dass Leute genervt sind, dass jede halbe Stunde jetzt hier Werbung kommt. Ich kann es halt nicht ändern. Ihr kennt Twitch, ihr wisst das, wie das auf Twitch ist. Es tut mir auch wirklich im Herzen weh, dass es so ist, ne? Ich würde am liebsten alle Werbung abschalten. Die 5 Cent, die ich im Monat da verdiene mit der Werbung, das lohnt sich nicht. Also das will ich auch gar nicht. Ich will auch, mein Primärziel ist gar nicht das Geld. Mein Primärziel ist eigentlich, dass ihr unterhalten seid. Oh, Flossenloser, du bist schneller zurück als erwartet. Konntest du die Amphis bei Ina Schuppen beuten? Deswegen überlege ich ja, auf YouTube zu streamen. Sachen, die ich auf YouTube auch dann hochladen werde, streame ich dann auf YouTube. Und auf Twitch streame ich nur Sachen wie Sea of Thieves und sowas, die ja vielleicht auch ein bisschen besser ankommen und ja, die einfach ein bisschen besser zu Twitch passen. Und auf YouTube kann ich dann streamen ohne Werbung. Das ist das Tolle. Psch, ja, das ist sie. Sehr gut. Ich werde sie an unsere Rüstungsmacher weitergeben. Das Wissen um die Herstellung von Rüstungen haben wir von den Landgebundenen erhalten. Im Wasser sind Rüstungen unbrauchbar. Sie behindern nur bei der Jagd, aber an Land sind sie im Kampf überlebensnotwendig. Ohne sie sind wir so verletzlich wie Seegurken. Du hast den Ondo einen großen Dienst erwiesen und einem alten Ondo eine Freude bereitet. Ich danke dir. Ah, da bist du ja, Flossenloser. Der Verdächtige hat sich also einer der unseren herausgestellt. Er ist vorhin zu mir gekommen, um Vergebung zu bitten. Psch, die Ondo des Beckens und die Flundern sind keine Freunde. Die Flundern hassen die Flossenlosen. Sie glauben, dass die Lichtflut und all unser Leid die Schuld der Flossenlosen sei. Das können sie euch nicht verzeihen. Aber wir Ondo aus dem Becken wissen, dass nicht alle Flossenlosen gleich sind. Psch, du bist der beste Beweis. Du hast uns selbstlos geholfen und unseren Schwarm beschützt. Ich danke dir. La 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 la. Ich habe gehört, der Drachenlord will zurück auf Juno. Die Leute, die jetzt hier zuschauen auf YouTube später, das ist dann für die schon 7-8 Monate her oder so. Nun werde ich mich daran machen, mit meinen Brüdern und Schwestern Seesterne und Anemonen zu sammeln, um sie im Abyss anzusiedeln, auf das unsere Orangen in ihrem wärmenden Licht gedeihen mögen. Mein Traum ist in greifbarer Nähe. Psch, schon bald werden wir uns am fruchtigen Fleisch der Orangen laben. Bitte besuche uns bald wieder. Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft der Ondo im Austausch mit dem Flossenlosen liegt. La 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 la. Soll er halt machen? Also meiner Meinung nach sollte er einfach mit dem Internet aufhören, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Aber das muss er halt selbst wissen. Aber er kann sich halt, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe schon von Narosh Koa gehört. Unser ehrenwerter Gast bringt ein Geschenk für die Leichtkönigin, richtig? Ah, eine köstliche Miniri-Leber. Genau das Richtige für unsere bald leichende Mutter. Wir danken dir von Herzen. Oh, wie köstlich mir die Leber auf der Zunge zergeht. Werter Flossenloser, woher wusstest du das nur? Miniri-Lebern sind meine Leibspeise. Die Eier in meinem Bauch sind sicherlich auch ganz begeistert. Ich möchte dir meinen Dank aussprechen. Psch, die Leibspeise der Leichtkönigin, was für ein guter Einfall von Narosh Skrull. Allerdings löst das noch nicht das grundlegende Problem der fehlenden Strömung. Ich bitte dich, uns weiterhin zur Seite zu stehen. Bitte teile auch Narosh Skrull mit, sich weiterhin zu bemühen. Ja, ich beobachte das ja auch nur passiv quasi.
Ich schreibe da vielleicht ein oder... Nee, ich schreibe nicht mal das Kommentar auf Twitter mehr. Gar nichts mehr. Ich sage da eigentlich gar nichts mehr zu. Ich sage ab und zu mal im Stream oder in einem Video mal irgendwie Drachenlord, das, dies, aber... Ich bin da schon längst raus, seit Jahren. Du bist schon zurück. Das ging aber schnell, Flossenloser. Hast du da den Schätzen der Tiefe Interessantes gefunden? Aber kriegst halt mit, ne? Ich verstehe, ihr Flossenlosen mögt offenbar klimperndes und klapperndes Zeug aus Metallen. Davon gibt es hier viel, ja. Du hast mir sehr geholfen, Flossenloser. Jetzt kann ich handeln, denn ich weiß jetzt, was ihr begehrt. Hier, nimm das hier als Belohnung. So etwas gefällt einem Flossenlosen wie dir, oder? Naksch's Cola möchte dich erneut um einen Gefallen bitten. Ah, mein Freund der Flossenlose, du kommst zur rechten Zeit. Ich brauche deine Hilfe. Einer unserer Jäger ist ausgezogen, um Eisenschuppen-Mantaleda zu beschaffen und ist schwer verwundet zurückgekehrt. Er wurde vom Gestachel eines Rochens verletzt. Ohne das Wasser ist es für uns junge Ondo-Jäger schwer, Beute zu machen. Aber du kannst helfen. Du bist ein großer Jäger. Weit im Westen von hier lebt eine Eisenschuppen-Manta. Besiege das Ungeheuer und erbeute das Eisenschuppen-Mantaleda. Wir brauchen es, um Kleidung für den Handel herzustellen. Wenn du das Leder erbeutet hast, überreiche es unserem Ondo-Lederer. Er wird Kleidung daraus herstellen. Konntest du die Wirbelsäule erbeuten, die ich als Gretenleiter verwenden werde? Ja, das ist es. Sehr gut, damit kann ich endlich wieder an meinem Schlafplatz ruhen. Er befindet sich direkt hinter der Tür da oben. Dort sind viele kleine Kammern, die als Schlafplätze mit Seetang ausgelegt sind. Sorash Skoal ist noch ein junger Ondo. Wir müssen weit oben schlafen. Die älteren Ondo leben nahe des Seebetts, zusammen mit der Königin und den Ondo-Frauen. Psch, wir jungen Ondo haben ohne Wasser ein großes Problem. Ich wünschte, es würde bald zurückkehren. Wenigstens habe ich jetzt diese Leiter und kann endlich wieder in meinem Bett schlafen. Danke. Ah, der Flossenlose, aber du bist alleine gekommen. Hast du den Fischer etwa nicht gefunden? Ich verstehe, die Flundern haben uns mal wieder bestohlen und die hat dich gebeten, den Rest des Fangs schon einmal zurückzubringen. Er ist ein pflichtbewusster Jäger. Durch die unbeständigen Gezeiten fällt es den Flundern offenbar auch immer schwerer, Nahrung zu finden. Aber dass sie dabei nicht vor Gewalt zurückschrecken, ist unverzeihlich. Wenn es so weitergeht, wird es schwer, den Frieden zu bewahren. Psch, dabei teilen wir alle das gleiche Schicksal. Unsere Heimat würde uns geraubt. Seien es die Flossenlosen oder die Flundern oder wir Ondo. Wir sollten alle zusammenhalten. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier, nimm dieses kleine Geschenk als Zeichen unseres Dankes. Welches Lochdingens? Was meinst du? Psch, dein Speer war schnell und tödlich. Ich rieche das vergossene Blut der Dagon. Du hast gut daran getan, sie zu vernichten. Sie sind eine Gefahr für uns Ondo. Sie versuchen, sich hier einzunisten. Außerdem verwüsten sie unsere Altäre und verschlingen die Opfergaben. Ich danke dir im Namen der Ondo. Da, das? Was das? Lochdingens, die hier. Das sind Korallen, oder nicht? Sind das nicht Korallen? Ich weiß nicht, wie Korallen aussehen. Es gibt auch verschiedene Arten von Korallen. Psch, du bist zurück, Flossenlaser. Und hast du die Bestien gefangen? Bei meinen Kien, da sind sie ja. Ja, die haben wirklich schöne Zähne. Ich bin gerettet. Mit diesen Zähnen kann man Harpunen bauen oder schöne Ketten, um sie die in Ondo-Frauen darzubringen. Die Königin und die anderen Weibchen schmücken sich mit ihnen, aber die Zähne sind schön, wie sie sind. Sie sind schön und sie sind mein. Ich werde sie alle sammeln und mich mit ihnen schmücken. Die Ondo-Frauen werden endlich mein Werben zur Kenntnis nehmen. Die Ondo sammeln in letzter Zeit auch Ondo-Zähne. Wir bekommen sie von unserer Familie oder ziehen unsere eigenen, aber sie zu halten ist nicht einfach. Immer schmerzhaft und viele wollen sich nicht von ihren Zähnen trennen. Aber deine Zähne sind auch schön. Sie sind schön weiß und rund und glatt. Die Ondo-Frauen werden sie lieben. Wenn du mir deine Zähne gibst, werde ich dich reich belohnen. Versprochen. Wie, du willst sie nicht hergeben? Das ist wirklich schade. Wenn du deine Meinung änderst, weißt du, wo du mich finden kannst. Psch. La 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 la. Da da dam dam da da dam dam. Da da dam 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 dam. Hat sich die Leichtkönigin gefreut, Potato?
wie wunderbar. Wenn sie glücklich ist, bin ich es auch. Weibliche Ondos schlüpft nur sehr selten, deswegen wertschätzen wir sie besonders. Und die Laichkönigin ist natürlich die wichtigste von allen. Nur sie kann Eier legen und für Nachwuchs sorgen. Deswegen ist die Laichkönigin unser aller Mutter. Es gibt keinen Ondo, der nicht alles für sie tun würde. Xerox Uan ist auch in größter Sorge um unsere Königin. Daher kommt seine Anspannung. Köstliches Essen beruhigt Geist und Seele. Das ist wichtig für das Laichen. Ich werde unserer Mutter auf meine Art zur Seite stehen. Narush Skual schreckt plötzlich auf. Psch, ist das nicht Xerox Warnruf? Sag bloß, Flossenlose können unsere Warnrufe gar nicht hören. Auf sie verlassen wir uns, wenn Gefahr droht. Ohne die Strömung sind sie aber schwer auszumachen. Irgendetwas muss geschehen sein, sonst würde er sich nicht so verhalten. Lasst mich genauer hinhören. Ich kann das leider nicht aus dem Bild rausnehmen, das Ding da hinten. So. Psch, oh nein, die Laichkönigin liegt in den Wehen. Vermutlich wegen der reichhaltigen Leber von vorhin. Aber sie befindet sich nicht unter Wasser. Es ist zu anstrengend für sie. Xerox Oan sagt, dass wir uns schnell etwas einfallen lassen müssen, um ihr zu helfen. Ich denke, es ist am besten, wenn wir von einem flossenlosen Weibchen am Festland selbst erfahren, wie man am besten Eier legt. Da vermutete ich allerdings abermals eine Hilfe, Potato. Sie ist auch eine Mutter und deswegen werden wir ihr die gebührenden Respekt zollen und Geschenke mitbringen. An der Seelenruhe der Landler gibt es wunderschöne rosarote Muschelschalen. Würdest du eine davon aufsammeln? Ich helfe natürlich auch bei der Suche. Sobald du eine rosarote Muschelschale hast, treffen wir uns hier wieder. Wir müssen eh nochmal nach Dingens, nach Julmor, ne? Für irgendeine Quest. Aber schauen wir erstmal. Ja, wie zu viel Info von dir. Also ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich spiele jetzt seit 2 Wochen oder 3 Wochen Final Fantasy 14 jeden Tag. Da ist halt nicht viel zu erzählen, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben gelevelt. Und wir hatten viele Dungeons gemacht und viele Dailies und viele Quests. Das ist das, was in meinem Leben passiert ist. Und ich habe gearbeitet. Ich rede jetzt nicht darüber, was ich natürlich gearbeitet habe. Das ist. Dann würde ich ja meinen Arbeitgeber quasi indirekt mit teilweise leaken. Also. Viel mehr mache ich nicht. Ich streame derzeit und arbeite. Das ist alles, was ich derzeit tue. Und die Sunhaven Übersetzer-Mod halt. Mehr gibt's nicht. Okay. Ja, das ist alles, was ich sagen kann. Ich weiß, ich bin sehr uninteressant. Ich weiß. La 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 la. Psch, Potato, bist du fündig geworden? Du hast ein sehr gutes Auge für Muscheln, das muss ich schon sagen. Ein schönes Exemplar und größer als die ich gefunden habe. Das flossenlose Weibchen, das mir damals geholfen hat, lebt in einem kleinen Dorf namens Stillwasser. Bringen wir ihr die Geschenke und fragen sie um Rat. Level 83 wird heute auch nichts mehr, weil das sind die letzten paar Quests, die ich hier noch habe. Schade, aber ich werde dann mal gucken, dass ich morgen ohne Stream oder so vielleicht sogar die Daddies noch laufe. Habe ich schon mal gehört, aber wirklich kennen würde ich jetzt nicht sagen, nee. Also ich weiß, was das ist, aber ich habe es halt nie geguckt. Ich meine, ich habe halt das Internet, ne? Da informiere ich mich über alles, was ich wissen muss. Bam, bam. Und ich habe meine eigene Kreativität auch dazu. Im WDR Computer Club lernst du nicht, wie du einen Mod schreibst für ein Spiel, das du es übersetzen kannst. Das muss man sich selber beibringen. Das ist Research.
Das ist eigentlich Forschung, ja. Ich habe Forschung betrieben. Psch, Flossenloser, was ist dein Begehr? Ja, dieser Eisenschuppen Mantaleder ist von ausgezeichneter Qualität. Es ist noch sehr frisch, weich und glänzend. Sehr gut, du hast es beschafft. Für uns Ondo ist das Eisenschuppen Mantaleder besonders wichtig. Es ist robust, es ist leicht zu verarbeiten und die Schuppen glänzen schön. Daraus kann man schöne Kleidung fertigen. Hier, ich habe gerade eine Kiste mit Ondo-Kleidung fertiggestellt. Bringst du sie bitte zu Nachskoal. Vielen Dank, Flossenloser. So. Puh, der Part ist eigentlich vorbei. Schon seit 15 Minuten theoretisch, aber ich mache ja derzeit länger. Ja, wir machen jetzt einfach noch weiter. Ich kann das nicht aus der Kamera raus. Das geht nicht. Psch, du bist zurück. Hast du den Eisenschuppenmanta besiegt und sein Leder an unsere Lederer übergeben? Und heißt das nicht Trypophobie oder so? Oh, vielen Dank, dass du mir direkt die Kleidung mitgebracht hast. Ich hoffe, ich kann sie gewinnbringend an andere Flossenlose verkaufen. Wir werden sehen. Du bist wirklich ein großer Jäger, Flossenloser. Dein Können ist beeindruckend. Ich werde mich anstrengen, um so zu sein wie du. Okay. Gut. Dann gehen wir erstmal nach Stillwasser. Bam, bam. Bam, 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 dam, dam, dam. Wer von der Telekom sitzt? Ach so, in den Computerclub, okay. Aber wann ist das denn dann? Potato, ich konnte das flossenlose Weibchen finden. Entschuldigt bitte, Werteste. Ich bin Narush Skoal, der Ondo, mit dem ihr damals geholfen habt. Erinnert ihr euch an mich? Ah, der kleine Ondo-Junge, der sich verletzt hatte und beinahe an der Küste ausgetrocknet wäre. Ach du meine Güte, du bist aber groß geworden, mein Lieber. Ein ordentlich kräftiger Ondo. Werteste Flossenlose, ohne dich wäre das nie geworden und dir gehört mein ewiger Dank. Auch heute komme ich wieder mit einer Bitte, aber zuerst möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Du hättest mir noch nichts schenken brauchen, aber sieh sich einer dieser wunderschönen Muscheln an. Die ist doch viel zu prächtig für eine simple Fischerin wie mich. Hey Mama, ich will auch eine Muschel haben. Psch, was für ein winziger Flossenlose. Kann es sein, dass sie aus einer Eier geschlüpft ist? Aus den Eiern der Flossenlose kommen kleine Weibchen, die schon ganz fertig aussehen. Das ist unglaublich merkwürdig. Das Merkwürdigste daran ist, dass dich das überrascht. Also, weshalb kommt ihr denn eigentlich zu mir, ha? Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass die Ondo mit uns Landgängern reden. Ah, der gigantische fliegende Wal hat die Tiefsee also in diesen Zustand versetzt. Die arme Ondo-Königin, da habt ihr euch ja den besten Zeitpunkt ausgesucht. Halb im Trocknen sitzen, fehlt unserer Königin die nötige Kraft. Deswegen sind wir hier, weil wir fragen wollten, wie man am besten ohne Wasser leicht. Verstehe, verstehe. So lässt sich das aber nicht beantworten. Jede Frau hatte andere Bedürfnisse und Vorlieben, wisst ihr? Ich für meinen Teil schwöre auf das Geburtsseil. Da hängt man von der Decke, damit sich die werdende Mutter daran festhalten, ziehen oder hineinhängen kann. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das alles bei den Ondo funktioniert, aber warum probiert ihr es nicht aus? Mein Mädchen hier kam auch mit Hilfe eines solchen Seils zur Welt. Verstehe. Ich danke dir für deinen weisen Rat, ehrenwerte Flossenlose. Sicherlich wird das Leichen unserer Königin dadurch erleichtert. Na, aber gerne doch. Egal welchem Volk man angehört, die Geburt ist für keine Frau eine leichte Sache. Ich denke an eure Königin und zögert nicht jederzeit, um Rat zu fragen, wenn ihr noch etwas wissen wollt. Tschüss, Fischi-Onkel. Potato, vielleicht ist dieses Geburtsseil wirklich die Lösung, nach der wir gesucht haben. Kehren wir fürs Erste ins Becken zurück. La, 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 la.
Ich bin gerade ein bisschen traurig, weil es sind halt wirklich die letzten drei Quests oder so, die wir gerade machen noch. Letzten drei Nebenquests. Danach habe ich nur noch Endwalker. Also an Quests. Ah, naja, nicht ganz richtig. Ich muss auch Red Mage machen und so. Ja, ich weiß. Trotzdem, aber es ist wirklich nicht mehr viel an übrig. Lalalala. Da-da-dam, dam-dam, da-dam-dam-dam. Da-dam-dam-dam, dam-dam, dam-dam, da-dam. Oh, Potato, schön, dich wiederzusehen. Das Leben meint es offenbar gut mit dir. Was kann ich für dich tun? Ach, es geht um den Handel mit dem Ondo. Du bist gut informiert. Eigentlich wollte ich von den Ondo rote Muscheln erwerben, die sich bestimmt gut zur Zierde an Kleidern eignen. Im Austausch sollten die Ondo Getreide halten. Doch gestern, als ich am vereinbarten Ort eintraf, ließen sich die Ondo nicht blicken. Ich dachte, sie hätten ihr Wort gebrochen und war ziemlich sauer. Wie bitte? Das klingt für mich nach einem üblen Scherz von unseren Halbstarken hier in Werfting. Den Jungs hatte ich nämlich das Getreide anvertraut. Die dachten wohl, die Ondo könnte man veräppeln. Denen werde ich die Ohren lang ziehen. Du bist doch in Kontakt mit den Ondo, oder? Ich muss das wieder gerade biegen. Mit den Ondo kann man bestimmt gute Geschäfte machen. Würdest du mir einen Gefallen tun und die Ondo für mich bitten, morgen noch einmal zum vereinbarten Treffpunkt zu kommen? Ich mache alles wieder gut, versprochen. Hier, bitte, überreiche ihnen diese Orange aus Colusia als kleine Wiedergutmachung. Okay, auf geht's. La la la. Psch, du bist zurück, Pflastenloser. Bringst du Neuigkeiten? Oh, das ist eine Orange. Als Entschuldigung für den Streich der kleinen Pflastenlosen. Ich verstehe, unsere Jungen sind manchmal auch ungezogen. Das liegt in der Natur der Sache. Also gut, psch. Ich werde meinem Freund, dem Händler, sagen, dass er sich noch einmal zum vereinbarten Ort begeben soll. Danke für deine Hilfe, Flossenloser. So, und die Questreihe ist das Letzte, was wir jetzt noch tun können. Das war's dann, ne? Dann haben wir sie alle erledigt. Alle Quests. Egal ob Ondo oder Flossenloser, alle freuen sich, wenn Jungen gesund schlüpfen. Wenn meine flossenlose Reiterin gute Erfahrungen mit dem Geburtssaal gemacht hat, hilft es uns, Wärter... Hilft es unserer werten Mutter sicherlich auch. Narushkoal ist fest entschlossen, einen Geburtssaal für seine Königin zu beschaffen. Um unserer Königin zu helfen, Potato, werden wir den Rat der Flossenlosen folgen und einen Geburtssaal knüpfen. Die werte Leichtkönigin ist groß, deswegen wohnt ihr viel Kraft inne. Ein normales Seil hält ihr nicht lange stand. Nein, wir brauchen sehr eine Mondtentakel. Sie sind stark und zäh wie unsere Königin selbst. Potato, an solche Tentakel kommen wir am schnellsten, wenn wir dahin treibende Seeanemonen jagen gehen. Das muss ich leider dir überlassen, aber ich bitte dich für die Leichtkönigin. Drei wären perfekt. Um ein starkes Seil zu knüpfen, brauchen wir viele davon. Ohne Strömung sind die dahintreibenden Seeanemonen nur ausgewachsene Ondo und Flossenlose gewachsen. Du findest sie nördlich der Becken. Lange wirst du nicht suchen müssen, denke ich. Oh, wee, oh, wee, oh, wee, oh. Wir haben es gleich geschafft. Dab, 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 dab. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam 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 bam.
So. Dann schauen wir mal, ob das Seil hilft. Puh. Wie kommst du voran, Potato? Hast du Seeanemonen-Tentakel gefunden? Mir fällt ein Felsen vom Herzen. Sie sind stark, aber elastisch. Genau das, was wir brauchen. Daraus mache ich ein besonders robustes Seil. Hier knüpfen, da Knoten. Fertig. Das war schwieriger, als ich erwartet hatte. Meine Schwimmhäute schmerzen. Ich gönne mir nun eine kurze Pause. Dann gehe ich auch sofort zur Laichkönigin. Begib das speziell gefertigte Geburtsseil bitte schon an Xerus Ohren. Da-da-dam-dam. Dam, 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 dam. So. Ich glaube, das könnte die letzte Quest sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, das ist die zweite, die ich für ihn mache, oder? Das ist die dritte. Wenn es die dritte ist, dann könnte es die letzte sein. Unser ehrenwerter flossenloser Gast, bist du wegen der Laichkönigin hier? Dieses Seil. Ah, ich verstehe. Wenn wir es an den Felsen über der Königin befestigen, kann sie sich daran festhalten. Das setzt sich sofort in die Tat um. Vielleicht gibt ihr dieses Seil die nötige Kraft, die sonst die Strömung innehat. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich sage den anderen Weibchen in der Kammer hinter mir Bescheid, dass sie es aufhängen sollen und erkläre, wie es die Königin zu benutzen hat. Wir wachen über das Ganze von hier aus. Grrr, das Ziehen an diesem Seil. Mein ganzer Körper spannt sich endlich an. Ich spüre. Grrr. Fast geschafft, meine Königin. Psch, noch einmal festpressen. Ach, ich hört die ganze Zeit das Spiel nicht. Oh mein Gott. Warum sagt das denn niemand? Als das Spiel abgestürzt ist. Oh. Das ist mies. Tut mir leid. Es ist eine ganze Weile her, seitdem ich den anderen Weibchen das Seil gab. Ich sorge mich um unsere Königin. Uff, puh. Es ist geschafft. Ich konnte laichen. Sowohl mir als auch den Eiern geht es gut. Meine Königin, ich bin jetzt so erleichtert, das zu hören. Ohne eure Hilfe wäre es mir niemals so glimpflich gelaufen. Xerus, Snarosh, ihr werdet beide ein besonders kräftiges Ei von mir erhalten. Unser wackerer, flossenloser Helfer auch, als große Ausnahme. Wunderbar, mein eigenes Ondo-Ei. Aber Potato, du als Flossenloser kannst es doch gar nicht schlüpfen lassen. Bei genauerem Nachdenken ist das wirklich keine gute Idee. Es bedarf schließlich Milch, um das Ei überhaupt erst zu befruchten. Ondorogen gehört jetzt dich in die Ondo-Flossen, nicht wahr? Frisch geschlüpfte Ondo haben noch keine vollentwickelten Kiemen. Eigentlich müssen die Männchen sie deshalb an Land großziehen, aber dank der Ebbe können sie einfach hier in dem Becken bleiben. Das wird das erste Mal sein, dass ich das Großwerden meiner Kinder tatsächlich mit eigenen Augen sehen darf. Das Laichen war zwar anstrengender als unter Wasser, aber letztlich ist alles gut gegangen. Dafür danke ich dir von Herzen, Flossenloser. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Narosh. Letztlich half der Königin deine Neugier über die Flossenlosen und deine Freundschaft zu unserem flossenlosen Gast. Dank dir ist das Fortbestehen der Ondo gesichert. Das erste Ei gebührt dir. Du hast mehr als bewiesen, dass du zu einem außerordentlichen Ondo herangewachsen bist. Von nun an darfst du dich Oan nennen. Mit Recht. Jetzt wird es in dem Becken wieder lebhaft. Ich ziehe mich jetzt allerdings zurück und gönne mir Ruhe. Kümmert euch gut um meine Eier, ihr baldigen Väter.
Potato, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lass mich erst einmal zu Sinnen kommen, bitte. Tut mir übrigens wirklich sehr, sehr leid, dass der Sound des Spiels gefehlt hat. In diesem Part hier. Ich hoffe, ihr konntet es mir verzeihen. Psch, viel besser. Die Königin ist gesund, ihre Eier sind gesund und ich bin nicht nur ein erwachsener Ondus, sondern bald ein Vater. Das alles habe ich dir zu verdanken. Auch über die Flossendosen will ich noch viel mehr lernen, um das Leben von uns Ondo damit zu erleichtern. Das alles fühlt sich fast wie eine ganz neue Strömung unter meinen Flossen an. Und wenn mein Junges geschlüpft ist, will ich es meinen flossendosen Retterin und ihren kleinen Weibchen vorstellen. Vielleicht werden unsere Kinder sogar Freunde. Psch. Potato, dank dir bin ich noch viel begeisterter, was diese Kultur von euch Flossenlosen anbelangt. Auch dafür danke ich dir. Wir werden uns wohl eine Weile nicht begegnen, weil ich mit meinen Pflichten als Vater beschäftigt sein werde. Aber irgendwann sehen wir uns wieder, versprochen? Aber nicht hier und jetzt und heute. Gar nicht eigentlich, wie man sieht. Also zumindest nicht, wenn nach Endwalker nicht auf einmal noch irgendwelche Quests aufpoppen überall. Was ich bezweifle. Zweifel ist sehr stark. Oder vielleicht gibt es im Endwalker Ende nochmal einen Rundgang durch die Welt und ich habe keine Ahnung. Sonst werden wir ihn wohl nicht wiedersehen. Ja, das war's, Leute, wie ihr seht. Wir können auch mal alle Gebiete teleportieren, dann seht ihr, dass es wirklich stimmt. Aber ich glaube, ihr glaubt mir, oder? Aber ich guck mal lieber nicht, dass hier irgendwo noch ein Quest aufgepoppt ist jetzt, ne? Lieber mal schauen. Mann, wie doof das klingen muss, dass ich die ganze Zeit mit der Musik mitgemacht habe und dann hörte die ganze Zeit die Musik nicht. Nope, keine Quest. Ja, sagen wir mal ehrlich, Yulmor oder Crystarium, woanders können keine Quests mehr gespawnt sein, jetzt wird das, würde ich sagen. Nee. Und Yulmor ist, glaube ich, auch nichts. Nee, wie lautet, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich jetzt hier mit allen Nebenquests aus Shadowbringers Ende. Bis dann. Tschüss.